Das sieht wirklich sehr geil aus. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Heute mit der SR50. Wie man vielleicht sehen kann, ich habe das Beinschild, die Innenverkleidung ist neu und das mittlere Stück ist auch neu. Ich sehe gerade, ich habe da eine Wespe da unten, perfekt. Die Wespe fährt heute mit Roller. So, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach etwas, was ich in der Zeitung gelesen habe. Und ich dachte mir, what the fuck? Muss ich jetzt erstmal schauen, ob das stimmt. Es soll nämlich hier irgendwo bei der Kirche sein. Ja, leck mich fett. Leute. Ich habe meinen neuen Lieblingsautomaten gefunden, glaube ich. Was bestellen wir denn da? Was? Bohrenbratwurst geräuchert. Oh, Alter, wie geil. Grillsteak, Schwein, Grillsteak, Schwein, Grillhals, Schwarzwälder Schinken. Ich will einmal eine Grillwurst. 4,70. Ja, moin. And now. Oh, da sehe ich schon. Das ist den falschen Platz, okay. 6,2. Ich glaub's nicht. Fleisch aus dem Automat. Und richtig kühl. Richtig geil, Leute. Ich teste mir heute mal aus. Jetzt hätte ich gerne den Rest meines Geldes zurück. Restgeld. Dann würde ich sagen, auf geht's zum Grillen. So Leute, das ist heute unser Seeplatz. Ich hätte mir heute ganz gerne einen schöneren Platz ausgesucht, aber das große Problem: ich möchte mit der Aerox, mit der Aprilia nicht zu weit fahren. Deswegen chill ich mich jetzt einfach hier hin. Ja. So. Dieses Mal habe ich sogar Öl mit. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, sieht schon echt geil aus. Ist das ein Puttenschnitzel oder zwei? Es sind zwei. Es sind zwei Puttenschnitzel. Alter! Alter, richtig gut. Das hat uns jetzt gekostet 4,50 Euro. Allerdings hier Metzgerqualität. Silbers Metzger Hiesli hier aus dem Dorf. Also die Metzgerei da vorne in dem Dorf, die hat den Automaten hingestellt. Und wenn man überlegt, das ist Metzgerqualität und nicht Supermarktfleisch und 24 Stunden erreichbar am Automaten. Jetzt muss es nur noch schmecken, ne? Würzen muss man es nicht, es ist schon fertig mariniert. Ich bin echt gespannt, Alter. Heute einfach mal ein kleiner Test. Ein Grillvideo. Testvideo. Ich hätte natürlich auch nach da hinten irgendwo fahren können, wo nicht gesperrt ist. Ich bin halt echt der Schlauste.
so rum. Also das ist schon ein Riesenlatschen. Aber Leute, das ist doch auch mal eine Kulisse. Roller, Baggersee und Grillen. Diese drei Grillwürste ebenfalls aus der Metzgerei. 3,50 Euro. Oh, das sieht wirklich sehr geil aus. Hoffentlich sieht mich hier niemand. So, Bratwurst. Legen wir einfach dazu. Betreten verboten. Ich betrete ja nicht. Ich grill hier nur. So. Heinz, Knoblauchsoße. Mehr braucht man nicht im Leben. Leute, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Durch ist es. Hm? Und ist euch aufgefallen, wenn ihr abgepacktes Supermarktfleisch nehmt, ist es roh, riesengroß, und wenn es fertig gebraten ist, ist es nur noch die Hälfte so groß. Schrumpft beim Braten extrem ein, und Metzgereifleisch, merkt man einfach, es verändert sich quasi gar nicht, bleibt immer genauso groß. Richtig gut. Und richtig toll mariniert. Aufpassen. Putenfleisch muss man halt wirklich gut durchbraten. Normalerweise würde ich mir danach noch einen Kaffee machen, aber es ist momentan einfach viel zu heiß für Kaffee. Bei 30 Grad will ich mir jetzt nicht unbedingt einen Kaffee machen. Mmh, wie diese Grillwurst hier schmeckt. Ich auch. Die Pfanne lassen wir mal abkühlen. Schneide jetzt mal in der Mitte auf. Am besten Ort eigentlich. Oh, die riecht geräuchert. Mmh. Dann mache ich folgendes und stelle mal ein Stück weg. Ah. Sehr, sehr heiß. Aber dann kann ich mich nämlich hier hinsetzen. Leute, also ich weiß nicht, aber dieser Platz ist richtig gut gemacht. Hoffentlich sieht mich hier niemand. So Leute, ich bin fertig. Alles wieder aufgeräumt. Mein Müll mitgenommen. Jetzt muss ich aber schleunigst nach Hause, weil die zwei Grillwürste wollen in den Kühlschrank. Ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ja, ich war tatsächlich heute Morgen wach. Heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, 4 Uhr morgens, ja, Schlafrhythmus, so langsam passt er wieder. Und ich lese das, Grillfleischautomat wurde hier aufgestellt von einer Metzgerei. Und ich dachte mir, wie geil ist das eigentlich, weil... Wie oft hat man das Problem, dass man irgendwie am Sonntag grillen möchte und es haben keine Läden auf? Oder
irgendwie abends, spät abends hat man Bock nochmal zum See zu fahren. Alle Läden haben schon zu, außer Supermarkt. Und man hätte irgendwie Bock auf schönes, geiles Grillfleisch vom Metzger einfach. Aber es haben keine Metzgereien mehr auf. Bam, fährt man zum Automat, holt sich das Fleisch, richtig gute Metzgerqualität, also vom Geschmack her Bombe. Natürlich relativ teuer, aber man muss halt überlegen, von dem Geld muss halt nicht nur die Metzgerei, dass das Fleisch bezahlt werden, sondern auch der Automat. Und ich glaube, wenn so ein Automat da steht, im Hochsommer mit 35, 40 Grad draußen und der Automat muss das Fleisch da drin auf 5 Grad runterkühlen, das kostet extrem viel Strom. Da muss auch jemand bezahlt werden, der den Automat immer auffüllt und alles. Und dafür kriegt man noch Metzgereifleisch und nicht irgendwie Fleisch vom Rewe oder vom Pennymarkt oder vom Aldi oder sowas. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Heute mal wieder ein kleines Grillvideo. Wir haben einen Fleischautomat ausgetestet, ein Grillfleischautomat. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen begeistert. Ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Ich hoffe, dass sie bald an jeder Ecke stehen. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und abonnieren nicht vergessen. Ciao mit V.